Unser Körper Naše tijelo wird von den Toten auferstehen, će ustati od mrtvih, von den toten Körpern auferstehen, od mrtvih tijela, und wird verwandelt werden in den Körper, den Jesus hatte, nachdem er von den Toten auferstanden war. I biće naše tijelo će biti pretvoreno u to novo tijelo koje Isus dobio kada je bio podignut, uskrsnut od mrtvih. Der Tod des Körpers ist der letzte Feind, der überwunden wird. Tako je, smrt tijela je zadnji neprijatelj koje treba pobijediti. Vor zwei Jahren haben wir unsere Tochter besucht. Prije dvije godine smo išli u posjeti naše ćerke. Sind von Amsterdam aus nach Amerika rüber geflogen. Iz Amsterdama smo letili za Ameriku. Und ich habe meinen Wagen auf den riesen Parkplatz abgestellt. A ja sam ostavio svoje auto tamo na parkingu od tog aerodroma, jako velikom parkingu. So, und als wir zurückkamen, i kad smo se vratili, musste ich meinen Wagen wieder abholen. Sam morao ići podić svoje auto. Ich musste mir genau merken, wo ich ihn geparkt hatte. I znate što, morao sam stvarno zapamti gdje sam ostavio svoje auto. So viele Autos standen. Hrpa auto je tamo bilo parkirano. Gab es so viele Reihen. Jako puno redova. So, und eine Woche später waren wir auf einer Beerdigung. I tjedan dana nakon toga smo bili na jednoj sahrani. Auf einem riesen Friedhof. Na jednom ogromnom groblju. Und dann war ein Grab neben dem anderen. I bio je jedan grob pored drugog. Und ich dachte, ich war auf dem Parkplatz. I ja sam mislio kao da sam, došlo mi je kao da sam na parkingu. Und dann sprach der Geist Gottes zu mir. I onda mi je Duh Sveti nešto rekao. Wenn dein Körper sterben sollte, bevor Jesus wiederkommt, ako tvoje tijelo umre prije nego što se Isus vrati, dann kommt dein Körper auf den Friedhof, onda tvoje tijelo dođe ovdje u grob, na groblje, der parkt dort. I tu te samo parkiramo. Irgendwann steigst du wieder in deinen Körper ein. I ona kaže, jednog dana ćeš opet sjest u svoje tijelo. Ich habe meinen Wagen auf dem Parkplatz in Amsterdam abgestellt, bevor wir in die USA flogen. Znači, prije nego što smo u Ameriku otišli, ja sam ostavio svoje auto na tom parkingu na aerodromu. Und als wir wieder zurückkamen, bin ich wieder in den Wagen eingestiegen. I kad sam se vratio, ja sam našao svoje auto i ponovno sam sjeo u njega. Und bin mit dem Wagen weggefahren. I odvezao sam se. Und dann wurde mir irgendwie klar, dass mein Körper auch ein Apparat ist, den meine Seele bewegt. I onda mi je postalo jasno da zapravo moje tijelo jeste samo jedno sredstvo, jedan aparat, na mašina koje moja duša i duh koriste. Lebendiger Apparat. Znači, samo što je živa tvar. So, und ich bewege mein Auto. I tako ja upravljam svojim autom. Nicht mein Auto bewegt, also mein Auto bewegt nicht mich. Ne upravlja moje auto sa mnom. Mein Auto macht, was ich sage. Moje auto radi upravo ono što mu ja kažem. Mein Auto gehört mir. Moje auto pripada meni. Und das macht nicht, was es will. I ono ne može radit što ono hoće. Amen. Amen. So, also, nicht mein Körper hat das Recht, über meine Seele und über meinen Geist zu herrschen. Znači, moje tijelo nema pravo da vlada nad mojom dušom i nad mojim duhom. Sondern mein aus Gott geborener Geist in Zusammenarbeit mit meiner Seele, die haben das Recht, über meinen Körper zu herrschen. Nego moj nanovo rođeni duh od Boga zajedno sa mojom obnovljenom dušom imaju pravo da vladaju nad mojim tijelom. Und weil der Heilige Geist da auch drin ist, i zato što je Duh Sveti isto tu unutra, höre ich auf das, was der Heilige Geist sagt. Ja osluškujem što Duh Sveti govori. Das heißt, letztendlich gehört mein Körper dem Heiligen Geist. Jer na koncu, na kraju svega, ipak moje tijelo pripada Duhu Svetome. Wem gehört dein Körper? Kome pripada tvoje tijelo? Halleluja. Halleluja. Also kannst du mit deinem Körper nicht mehr machen, was du willst. Znači, ne možeš raditi sa svojim tijelom ono što ti hoćeš. Ist das so? Jel to tako? Vers 19 sagt, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes, dass unser Körper ein Tempel ist. Znači, 19. stih nam kaže da je naše tijelo hram. Ein Gebäude, in dem der Heilige Geist wohnt. Znači, mjesto gdje Duh Sveti prebiva. Und mit dem Heiligen Geist zusammen wohnt auch meine Seele in diesem Körper und mein aus Gott geborener Geist. I zajedno sa Duhom Svetim živi moja duša u mom tijelu i moj nanovo rođeni duh. Vielleicht bist du dir nicht sicher, ob du aus Gott geboren bist. Možda ti nisi siguran da li si rođen od Boga. Ob du Geist geworden bist. Da si postao živi duh.
Es gibt ein ganz einfaches Prüfungswort. Postoji jedna riječ s kojom ti to možeš spoznati, prekontrolirati. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 5, Vers 1. U prvoj Ivanovoj piše: Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Onaj koji vjeruje da je Isus Krist, taj je rođen od Boga. Glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Da li ti vjeruješ da je Isus Krist? Denn sag doch mit mir, ich glaube, dass Jesus der Christus ist. Onda recite zajedno sa mnom, ja vjerujem da je Isus Krist. Ich glaube, dass Jesus der Christus ist. So, was bist du jetzt? Što si ti sad? Was bist du, wenn du es schon vorher gesagt hast, geglaubt und gesagt hast? Što si onda ti, ako si to već prije rekao, vjerovao i rekao? Du bist aus Gott geboren. Ti si rođen od Boga. Du wurdest Geist aus Gottes Geist. Ti si postao živi duh od Božjeg duha. Du wurdest ein Kind Gottes. Postao si dijete Božje. So einfach ist das Tako mit der Rettung. Tako jednostavno je to sa spasenjem. Mit dem aus Gott geboren werden. Rođen od Boga. Also, lies es nach. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1. Pročitaj to sam i zapiši si 1. Ivanova, 1. poglavlje, 5. stih. Da si možete zapisati ako ćete si čitati doma. So, und wir gehen wieder zu 1. Korinther 6, Vers 19. Da heißt es, dass der Heilige Geist von den, dass wir den von Gott haben. Znači, vraćamo se u Korinčanima 1, 19. Znači, tamo da je Duh Sveti onaj koji smo dobili od Boga. Und zum Schluss heißt es, und dass ihr nicht euch selbst gehört. I na kraju kaže, jer ne pripadate sami sebi. Und dann heißt es, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Körper. Jer ste skupo plaćeni, proslavite dakle Boga svojim tijelom. Wir sollen unseren Gott, dem Vater Jesu Christi und unseren Vater mit unserem Körper preisen. Bog želi da mi zajedno sa Isusom Kristom, sa svojim tijelom, slavimo Boga Oca. Das tun wir, wenn wir im Lobpreis sind und in der Anbetung, dann gehen wir auch körperlich damit hinein. To radimo kada smo, na primjer, u slavljenju ili u obožavanju, onda mi uključimo svoje tijelo u to. Aber das tun wir auch, wenn wir nach der Weisung unseres Gottes leben. Ali to i onda činimo kada živimo po pravilima i uputama Božjim. Ich wollte noch was loswerden. Još nešto želim s vama podijeliti. Als der Lobpreis begann, die Anbetung begann. Kada je započelo slavljenje i obožavanje. Ich dachte, ein ICE überrollt mich. Ja sam mislio da me brzi vlak prestiže. ICE, ako znate, to su ovi sad najbrži. Super, wirklich super. Odlično, odlično mi je to. Wenn ich könnte, ich würde euch alle mit nach unserer Heimatstadt Rinteln in Deutschland mitnehmen. Da mogu, ja bi vas sve spakovao i ponio sa sobom u Njemačku, u svoj grad Rinteln. Damit unsere Leute das erleben. Kako bi naši ljudi to mogli isto doživjeti. Ihr seid stark da drin gewachsen. Stvarno ste narasli od kad smo prošli put bili ovdje u slavljenju. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Hvala ti Isuse. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Slavimo te. Halleluja. Es hat mich, also ich musste weinen. Ja sam morao plakati. Ich dachte, die Tränen spritzen mir einfach nur so raus. Mislio sam da će mi ovako suze iskakati iz očiju. Dass ich sowas noch mal erlebe. Da ću to još jednom doživjeti. Halleluja. Slava Isusu. Da war Kraft drin. Stvarno je bilo jako snažno. Ihr wart engagiert, ihr habt alles gegeben. Stvarno ste bili jako uključeni i sve ste dali. Und ich wünsche, dass das wir das wieder erleben, ne? So in Rinteln, das I ja želim za našu zajednicu Rinteln da mi isto to na takav jedan način ponovno možemo doživjeti. So, jetzt kommen wir wieder zurück, dass wir teuer erkauft sind. Evo, vraćamo se na našu temu da smo otkupljeni, skupo otkupljeni, plaćeni. So, du gehörst dir nicht mehr selbst. Znači, ne pripadaš sam sebi. Was heißt das noch? Što to još znači? Das heißt auch. To znači. Alles, was du hast, was... was du dein Eigen nennst, es gehört nicht mehr dir. Sve ono što tebi pripada, što ti zoveš svojim imetkom, to više ne pripada tebi. Wenn du Gott gehörst, dann gehört ihm auch alles, was du meinst, dass es dir gehört. Znači, ako ti pripadaš Bogu, onda sve ono što ti zoveš tvojim, pripada njemu. Ist das die logische Konsequenz? Jel to logično tako, logični slijed?
Und das heißt, wenn der Heilige Geist sagt, ich